Ja, letztes Semester hat der Leiter unserer Meisterklasse, der Herr Professor Krapf, ein Projekt organisiert in Zusammenarbeit unserer Klasse mit dem ELAC. Und in dem Rahmen dieser Zusammenarbeit haben wir den Tonke kennengelernt. Und ja, es hat sich dann so ergeben, dass er uns gefragt hat, ob wir nicht ein Video machen möchten für ihn. Und das haben wir dann angenommen. Es geht da konkret um das Stück Kappa Delta 32. Und seine Bitte war ja die, dass in der letzten Zeit ist es so, dass alle größeren Musikvideos für neue elektronische Musik eigentlich relativ abstrakt sind. Da wird mit Polygonformen gearbeitet und irgendwelchen Flashes und solchen abstrakten Angelegenheiten eigentlich. Und er hat gesagt, er möchte eigentlich was anderes haben. Und ja, worauf wir gesagt haben. Dann haben wir uns überlegt, doch wieder mal auf die gute klassische narrative Arbeit zurückzugreifen. Und zwar einen Kurzfilm zu drehen. Ja. Und den natürlich auch ein bisschen experimentell zu halten, klar. Aber das eben in Kurzfilmform zu machen. Und der ist eigentlich recht schön geworden. Er ist zeitkritisch, eigentlich relativ witzig mit diesen Papstandeutungen und diesen Geschichten. Die Farben sind auch recht schön eigentlich geworden. Und wir sind damit eigentlich recht zufrieden. Ja, na, es waren schon kritische Stimmen dann. Das stimmt, ja. Da geht es um die alte Diskussion, inwieweit das jetzt Kunst ist oder nicht Kunst ist. Und oder Unterhaltung. Oder Unterhaltung, ja. Oder Nicht-Unterhaltung. Ja. Da geht es halt um diese Schnittstelle, wo hört Kunst auf, wo fängt Unterhaltung an und vice versa halt. Und ja, am ehesten ist es sowas wie progressive Unterhaltung oder unterhaltende Kunst. Unterhaltende Kunst, ja. Ja. Wie man es nimmt. Hallo, ich bin Tonki. Ich bin hier, um ein Stück Kappa Delta 32 und das Video dazu zu präsentieren. Heute Abend lege ich auf. Das Video ist von Sonja Hardemann-Bartholdy und Herbert Zuber. Das haben wir gemacht in der Klasse Krapf eigentlich, in der Angewandten, in Zusammenarbeit mit dem ELAC. Ich mache elektronische Musik, kann man sagen, eher die digitale Variante. Und eigentlich habe ich ja begonnen mit Gitarrenmusik damals noch. Das war improvisierte Musik, wir haben ziemlich lange Sessions gemacht, bis wir dann eigentlich langsam hat sich das so verwandelt in die elektronische Schiene. Wir haben dann mit Analog-Synthes begonnen und dann immer mehr in die digitale, bis halt die Laptops aufgekommen sind, die das können haben. Sind wir immer mehr in die digitale Richtung gegangen und jetzt eigentlich nur mehr Laptops. Wir fahren im Zug und machen Laptops. Ich habe mit einem Freund zusammen so eine kleine, man kann sagen Band eigentlich, aber inzwischen ist es ja auch nicht mehr so. Das Bandkonzept hat sich auch eigentlich verabschiedet. Ja, und das Kappa Delta 32, die neue Platte, kommt auf dem HTML-Label raus, im Ritz-Vertrieb natürlich. Das übernächste eigentlich, was wir machen werden, ist dann auf IFTAF Records. Mal schauen, ob das was wird. Ich habe die Leute kennengelernt auf einem Fest.
Ja, die neue Platte, Kappa Delta 32, wird auf Ritz-Vertrieb rauskommen, auf HTML Records, mit dem Chef. Hey, hallo. Hey, hallo Didi. Schöne Geschichte waren, ne? Super. Ich finde ziemlich, ziemlich nett da, der Halle und also ist nicht so wie... Hey, selten kommen die Leute da raus eigentlich, ne? Aber ich finde es super, dass es gibt, weil du hast wirklich, kannst die experimentelleren Sachen ja auch bringen, das ist kein Problem. Sicher, das ist ein gutes Publikum. Ja, das ist echt total top. Sehr schöne Sache.